Julina Dreves, hi. Hi. Kleines Fazit zum Film, was sagst du? Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich nicht so ein Actionfilm. Aber? Aber ich fand ihn ganz witzig gemacht eigentlich. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, der auch so in Chapter aufgeteilt wurde. Das war ja fast wie in einem Buch, wie in einem Roman. Und war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, mal auch sowas zu sehen. Und ich kannte nur einen Schauspieler und das war Samuel L. Jackson. Die anderen waren mir unbekannt, aber ich muss sagen, gerade, sag mir nochmal den Namen von der Schauspielerin. Shibala. Was? Ja, ja, hast schon richtig gehört. Hast du auch irgendeinen Namen ausgedacht? Jesslyn, Caitlin, Jenna, irgendwas. Jessica irgendwas, ja. Glaube ich. Die hat sehr, sehr gut gespielt und ich muss sagen, die Leistung der Schauspieler war wirklich grandios. Wurde auch für den Oscar nominiert jetzt gerade. Wurde für den Oscar nominiert? Ja, dann wirklich auf jeden Fall meine Daumen. Tat dir irgendjemand leid? Ja, die Schauspielerin tat mir leid. Die musste, glaube ich, ganz schön einstecken, ne? Es wurde ja sehr, sehr viel Blut vergossen. Ja. Ich glaube, es war nicht einfach zu schauspielern. Und die wurde auch sehr oft geschlagen. Und ich habe mich oft gefragt, wie oft ging da mal ein Schlag aus Versehen wirklich ins Gesicht? Oh Gott, die Arme. Die hat bestimmt viel leiden müssen bei den Dreharbeiten. Hättest du gern getauscht? Nee, nee. Also ich muss schon sagen, Hut ab von der Leistung, wirklich. Ja. Und Quentin Tarantino, dein Typ? Bitte? Quentin Tarantino, wäre das so sein Typ? Guck dir meinen Freund an, dann weißt du, was mein Typ ist. Aber ich muss sagen, er hat auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ich kannte ihn ehrlich gesagt vorher noch nicht. Werde mir aber jetzt auf jeden Fall nochmal andere Filme von ihm anschauen. Ja, der macht sonst immer so Romantic Comedies, der Quentin Tarantino. Ja, ja. Dann hat er jetzt mal eine komplett andere Schiene ausprobiert, oder? Ich glaube, er hat auch Titanic gemacht. Nein, das war doch James Cameron. Ich danke dir, Julina. Viel Spaß. Ciao, ciao. Danke.